Hallo liebe Studierenden der Technischen Hochschule Bingen. Im folgenden Video zeigen wir Ihnen den Umgang mit dem Evaporimeter nach Pichet. Das Evaporimeter wird genutzt, um die potenzielle Verdunstung zu messen. Für den Versuch benötigen wir zum einen das Evaporimeter, destilliertes Wasser, Filterpapier mit einem Durchmesser von 3 cm sowie eine Nadel und einen Zollstock. Außerdem benötigen Sie ein Stativ oder etwas Ähnliches als Aufhängung. Zu Beginn des Versuchs füllen Sie bitte, wie im Skript beschrieben, das Evaporimeter mit ca. 10 bis 15 Millilitern Wasser. Orientieren Sie sich dabei am Wasserstand anhand des Meniskus und nehmen Sie dann das Filterpapier vorsichtig zwischen zwei Finger. Berühren Sie es auf keinen Fall in der Mitte. Schieben Sie dann den Metallbügel nach oben und legen das Filterpapier mittig auf das Evaporimeter und schließen Sie mit dem Metallbügel. Pieksen Sie dann mit der Nadel kurz ein winzig kleines Loch genau in die Mitte, das auf keinen Fall zu groß sein darf. Sitzt das Filterpapier fest, drehen Sie das Evaporimeter zügig um und hängen es in 20 cm Höhe auf. Das Filterpapier sollte auch so angebracht sein, dass es vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist. Aufsteigende Luftbläschen sind ein Indiz einer ordnungsgemäßen Funktion. Nachdem das Filterpapier vollständig mit Wasser durchtränkt ist, wird der Stand des Wassermeniskus minutengenau gemessen. Notieren Sie neben Wasserstand und Uhrzeit auch die Bewölkung. Achten Sie beim Ablesen darauf, dass Sie den Wasserstand des Wassermeniskus, dem konkaven unteren Rand des Wassers, notieren. Wiederholen Sie die Messungen wie im Skript beschrieben und verstauen Sie nach den Messungen alles wieder, wie Sie es vorgefunden haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.